Es liegt etwas ganz Seltsames in der Luft. Es wird irgendwas geschehen. Ich bin mir relativ sicher, dass das diese neue Weltordnung ist. Ich habe das, wer meine Accounts verfolgt und versteht, Er muss es entweder absichtlich gemacht haben oder, wie gesagt, vielleicht den falschen Knopf gedrückt haben. Aber ich will hier jetzt gar nichts nichts Irrelevantes erzählen, meine ich. Es wäre auf jeden Fall eine schlimme Nachricht, wenn er das wirklich mutwillig gemacht haben. und ich bin mir relativ sicher, dass man nicht möchte, dass ich Videos mache, denn ich spreche die Dinge an, wie ich sie sehe. Ich bin ein normaler Mensch, wie jeder andere auch. Auch wenn ich eine besondere Berufung habe, bin ich ein normaler Mensch. Also ich kann beispielsweise so einen Spieler nehmen und mir dem einfach, wenn der nicht so schnell weglaufen würde, einfach auf meinen Kopf draufsetzen. Ist ja auch egal. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Habe ergeben, dass die beiden Piloten sich zunächst ganz normal, ruhig und höflich unterhalten haben. Dann habe er das Briefung für das für die die das Briefung für die Landung in Düsseldorf begonnen. Es gibt es auch in jedem Spiel, dass das hier am Rand eingeblendet ist. Die Reihenfolge, auf welchem Platz man ist, dies, das, Ananas, Ananas. Unermesslich reich durch Patente könnten sie das auch wuppen. Ich habe hier immer wieder Blick aus, aber das kommt gleich wieder. Aber ich denke, das Grundlegende habe ich gesagt. Die Menschen. Die Menschen. Was hast du eigentlich vor deiner YouTube-Karriere getan? Ja, bevor ich mit YouTube angefangen bin, habe ich eine Ausbildung abgebrochen als Gartenlandschaftsbauer, oder Gartenlandschaftspfleger heißt es ja mittlerweile heute. Da war ich im Gartenlandschaftsbau und habe dann noch Bürokommunikation gemacht. Also was man natürlich wohl ein bisschen raushört wegen dem wegen dem Reden und wegen dem klaren Beschreiben. Für wie doof haltet ihr mich? Wenn der deutsche Zoll hier flüssiges Kokain findet, behält er das und schickt den dann an Attrappe hin. Aber man schickt ja nicht das flüssige Kokain weiter. Das sind alles Indizien, wie weit hier das Heilige Römische Reich ist. In diesem Sinne, heute ist Sabbat. Ich will mich nicht zu sehr aufregen. Tschüss.